Okay, noch 16%, dann ist das Spiel durch. Ich rieche den Erfolg. Ich rieche es. Was steht an? Gegen Ken. Oh, Kenny Dykstra. Okay. Man muss auch gegen das Fußvolk gewinnen. Debüt 2-5. Oh shit. Diva Search. Aber 2-5 Diva Search. Weil die Gewinnerin. Oh shit. War ich immer ein Playboy? Fuck. Skip. Kennen wir schon. Ich will das Ende des Spiels sehen. Ja. Man up. Okay. So, ich will Kenny Dykstra mal zeigen, wo hier der Kenny hängt. Oder so ähnlich. Oh, der hat auch so eine ganz komische Mucke, ey. Oh shit. The Animal. Boah, 2-2 war sein Debüt, krass. Fällt mir gerade mal so auf. Und hopp, hopp. Mr. Perfect. Oh, okay. Komm. Yep. Der erste Griff geht immer ins Klo. Nein, ich will nicht pinnen. Gegen Stanley Moonsault? Hätte ich nichts. Bam. Und flieg. Jetzt wird immer von hier geflogen, vom obersten Seil. Bam. Jetzt nochmal schön Elbow hinterher und dann ist mein Finisher schon aufgeladen. Holy shit, geht das schnell. Ja, dann gibt es halt einen Finisher von oben, ich bin da nicht so. Flieg! Wo war es das schon? Nee, ne? Das wäre ein sehr schnelles Match. Holy shit, das war Rekordzeit. Ist ja auch nur Fußvolk, ne? Eieieiei. Tori Wilson. Playboy Cover Girl 2003 und März 2004. Okay, krass, wusste ich nicht. Mit wenig Erfahrung als Fitnessmodel namens Tori Wilson im Miss Galaxy Wettbewerb. Okay, okay. Doch nicht er schon wieder. Nicht er schon wieder. Sabu. Was hat denn immer ECW gegen mich? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh. Anaconda weiß der Wichser. These Bingo Hall refugees are making us look like idiots. Was hat denn ECW immer gegen mich, ey? Gefühlt jede zweite Folge. Geben die mir eins auf die Mütze. Was soll's? Ich mach die Regel nicht. Was soll's, was soll's? So, steht jetzt wieder in Zeitung als Oberstitel. Es wird ernst, ja, da werden wir mal sehen. 84%, oha. So, Events, ein bisschen Wohltätigkeitsarbeit, schadet niemandem, ne? Wie viel Popularität gibt's? 2. Nur wenn wir hin, ne? Könnte ich eigentlich auch mal, was hab ich denn noch? Trophäentermin. Geld und Erschöpfung verlieren. Okay, warte, wie sieht meine Erschöpfung aus? Booster-Infos. Nein. Ist okay. Machen wir mal ein Trophäentermin. So, jetzt kommt. Scheiß drauf. So. Huch. Einige Damen. Eine schöne Zeit. Du wirst Jubel erhalten. Jetzt kannst du. Der Jubel ist mehr. Ja, das ist. Okay, jetzt ist die Frage. Was bringt mir die Kampagne? Ich glaube, die habe ich noch nie gemacht. Geld. Okay, das war vollkommen für die Katz. Ach, scheiße. Jetzt bin ich auch noch erschöpft. Wunderbar. Okay, ausruhen. Was steht an? Handicap? Tag gegen Trio? Sehr extravagant, aber gefällt mir. Ach du Scheiße. 3 gegen 2, okay.
Das ist übel. Skip. Ich drücke einfach jetzt die ganze Zeit diesen... Wie heißt denn das? Beim Starttaste damals hieß das. Nicht wundern, ich habe eine schwarze Rückseite beim weißen Controller. Weil die weiße Rückseite irgendwie Schrott war. Na, ist auch egal. Die Xbox ist jetzt auch schon... 14 Jahre alt. Holy shit. 14 Jahre. 2010 habe ich die bekommen. You think you know me. Ach, Sandman. Die Drecks... Ne? Sauer. Bobby Lashley. Bobby Lashley. Wer war noch dabei? Sandman. Und wer noch? CM Punk oder was? Boah, das ist übel. Ach ne, Elijah Burke. Den haben wir auch zum ersten Mal jetzt, ne? Elijah Burke. Okay, okay, okay. I'm going down. Ich hätte bei Markus gesehen. Wie ist der Markus Corvin oder so? I'm going down. Ne, wie ist es? You going down? Scheiße. So ein Orwurm. Dirty mit Rough Shield. Ne, jetzt bei mir nicht. Huch. Boah, ist echt 2 gegen 3. Das ist aber unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt pinnen soll. Warte, ist das ein DQ-Match? Jetzt kommen die Schlagstöcker. So, Sekundchen. Ja, ja, der Vorschlag kann mal kommen. Huch, wo war der Falsche? Hoppala. Ich hab schon einen Finisher. Ein Schlag und ich krieg direkt einen Finisher? Holy shit, macht Spaß, einen etwas geleverten Schlechten Superstar zu spielen. Komm, sag ich mal um. Oh, voll auf dem Bein oder auf dem Rücken, Mann. Nee, lächerlich. Ich hab schon wieder einen Finisher. Komm. Spear, nimm immer. Spear. Jawoll. Gut. Der Elijah Experience. Na ja, klar. Wo ist der Hammer hin? Wo ist der Hammer hin? Okay, ich brauch dann Candlesticks oder was nicht? Komm, hallo. Ach, dann nicht. Ich glaube, ich kann niemals beide erwischen, oder? War so vielleicht? War es das schon? Hey, wenn ich gewinne, ist mir egal. Oh, ne, okay. Shit. Ah, okay, das wird schwer. Das wird ein schwerer Kampf. Das kriegen wir nicht so einfach hin. Da waren, Barbed Wire Dinger. Keep going, motherfucker. Habe ich nicht gesagt. Ja, komm, scheiß drauf. Ich versuch's einfach so. Okay. Wie macht man das am besten? Keine Ahnung. This match is going to continue until someone's completely... Fuck. Ich hab beide erwischt, aber ich hab keine Zeit, oder? Warp Break. Shit. Flieg. Du Scheiße, ist das ein Überkampf hier? Ich hasse Handicap-Match. Mann. Okay, das ist schwer. And you won't find more incredible athletes than the... Did you see that? That's gonna leave a mark. I think that's the whole idea, King. Na komm. Wie soll man... This is going beyond just being a match, JR. Oh, jetzt vielleicht? This could be a pinball. One, two. Und dann kickt der raus, jetzt mich verarschen. Eieiei, okay. Das ist nicht einfach. He's wrestling the match his way.
and I think it's gonna pay off, mark my words. Oh, das wird nicht funktionieren, oder? You can pin him right here, JR. One, two, three. Boah, das war knapp. Okay. Gewonnen ist gewonnen. I tell you, King. Oh shit. Was ein Match. Tja, geben die sich so einfach geschlagen. Das ist jetzt hier die goldene Frage. Oh oh. Was macht ein King? Oh shit, danke. Take him out. Der dreht ja richtig auf. And I guess Jerry the King Lawler has turned the ECW tide. But can they set it down once and for all at Unforgiven? Okay, Unforgiven, also wieder Raw gegen ECW. Okay. Das war cool. Das fand ich sehr geil. So, Legendenfortschritt? Ne, nur 84%. Ärgerlich. So, speichern. Yep. Nein. Oh, zweimal drücken. So. Unforgiven. Gegen Lashley. Ein Hardcore-Match.